Also das neue Buch Pornografie und Selbstmord ist das dritte in einer Reihe von autobiografischen Geschichten. Das heißt, da zeichne ich abwechselnd zu meinen fiktiven Büchern einfach Geschichten, die mir tatsächlich passiert sind. Auf Messen, so wie dieser, oder auf Reisen, oder auf der Suche nach Ideen für meine anderen Bücher. Das heißt, was in dem Buch drinnen ist, ist alles tatsächlich so passiert, nichts erfunden. Ja, und bei meinen Büchern ist es eigentlich in der Regel so, dass ich auf einen Verlag zugehe und sage, ich habe eine Idee für ein neues Buch. Und ich habe schon meine Stammverlage, die interessiert sind. Und ich weiß schon in etwa, welcher Verlag oder welches Buch für welchen Verlag am geeignetsten ist. Und die autobiografischen Geschichten erscheinen in Frankreich bei L'Association, in Deutschland bei Reprodukt. Und das sind einfach meine Ideen. Und der Verlag sagt eigentlich nur ja oder nein. Also er druckt es oder er druckt es nicht. Na, ich habe lustigerweise meine ersten Bücher auf Französisch veröffentlicht. Das heißt, ich habe in Deutschland, Österreich, in Österreich sowieso, weil da gibt es kaum Comicverlage, nie einen Verlag gefunden. Und habe Ende der 90er an die Association Paris ein Manuskript geschickt. Die haben das gleich gedruckt und habe seitdem dann eigentlich jedes Buch von mir veröffentlicht. Jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, 13 oder 14. Und erst seit 10 Jahren, kann man sagen, werden meine Bücher auch auf Deutsch regelmäßig veröffentlicht. Es war teilweise sogar so, dass die französische Ausgabe zuerst erschienen ist und die deutschsprachige dann zwei, drei Jahre später erst. Und es war natürlich schon lustig, vor allem weil ich dann in Frankreich oft war und gesehen habe, wie viel es da eigentlich gibt. Und dass das für mich ein totales Glück war, dass ich da gleich publiziert worden bin. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass für die Franzosen der Stil schon was Eigenartiges, Eigenständiges auch ist, weil ich ja nicht aus einer Tradition komme. Das heißt, ich komme eigentlich ohne Vorbilder oder ohne Tradition relativ individuell daher und kann mich nicht so orientieren wie viele französische Zeichner.